Einst war der Markt im Kleinbusbereich völlig in der Hand von VW. Das hat sich aber spätestens mit der Einführung des Mercedes Viano 2003 geändert. Dass er noch längst nicht in die Jahre gekommen ist, zeigt er heute in unserem Test. Der Viano leistet sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich gute Dienste. Das Automatikgetriebe ist nur in Verbindung mit dem Allradantrieb zu haben und kostet dann gegenüber der manuellen Schaltung satte 5.800 Euro mehr. Ebenso gegen Aufpreis ein elektrisches Glasschiebedach für 1.000 Euro. Und der Mercedes Viano ist für seine Größe schnell auf über 80 km/h. In 13 Sekunden ist der Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt. Mit knapp 50.000 Euro in Deutschland ist der Viano freilich nicht gerade günstig. Zugute muss man ihm aber die Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung halten. Diese gleicht dann sogar 565 Kilogramm Zuladung selbstständig aus. Von außen betrachtet erkennt man ihn gleich als Mercedes, nicht nur wegen des großen Sterns im Kühlergrill, sondern auch wegen seiner für einen Kleinbus eleganten Formgebung. Für einen bequemen Einstieg auch in engen Parklücken sorgen die seitlichen Schiebetüren, die sich auf Knopfdruck mit der Funkfernbedienung auch elektrisch öffnen lassen. Die Heckklappe öffnet und schließt leider nicht elektrisch. Positiv aber, durch die niedrige Ladekante lassen sich Gepäckstücke rückenschonend ein- und ausladen. Ein weiteres Gimmick versteckt sich bei den hinteren Fenstern. Die lassen sich elektrisch aufstellen. Alles in allem macht der Viano einen guten und soliden Eindruck. Und seine Geschichte wird weitergehen, denn die ersten Allkönige vom Nachfolger wurden schon auf der Straße gesichtet.